Na hallöchen, ihr Lieben. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tears of the Kingdom. Hier im Brunnen beim Spähpost wieder. Ja, ich weiß, ich habe mich schon wieder ablenken lassen. Ich wollte eigentlich mal gucken, was das mit dieser komischen Donnerblitzwolke auf sich hat in Fawone. Aber dann irgendwie... Nö, doch kein Bock. Die läuft uns ja nicht weg. Oder schwebt uns ja nicht weg, keine Ahnung. Zuerst mal ein bisschen nochmal hier gucken, Leute. Was ist denn hier drin los? Haben wir hier neue Quests oder so? Will irgendjemand was Neues sagen? Oh, der kleine Corona rollt hier rum. Ja, Zeitung hier. Er sitzt hier rum und chillt. Ja, also dann? Ja, die chillen hier alle nur. Keine Monstermeldung mehr. Okay, alles klar. So, hol ich mir jetzt doch irgendwie schon noch 2 Herzcontainer. Ja, komm, was soll's. Wenn ich schon mal hier bin. Ich will die 20 voll haben. Boah, du hast richtig viele. Ich möchte Herzen haben, bitte. Ja, wirklich? Ja. So sei es denn. Hey, was macht ein Link da krass hin? Boah, guck mal. Link holt sich einfach ein schwebendes Herz. Die Alte guckt voll zu. Yeah. So, mir erstmal wieder ein bisschen Fujikado. Dankeschön. Cool. Boah. So, eins noch. Du hast noch mehr Herzen. Wart echt jetzt? Ja. So sei es. Boah, so, Alter, erste Herzreihe ist jetzt voll. Bringe den Frieden wieder zurück. 20 Herzen. Haben wir ja schon gesehen, als ich mal die richtig gekocht habe, wo ich dann noch ein bisschen mehr hier gelbe Herzen bekommen hatte. Ne? Da war dann richtig... Da hat man es ja schon gesehen. So Leute, schön, dass es euch allen gut geht. Sehr, sehr toll. Ich will jetzt aber erstmal ein bisschen hier stärkere Waffe erstmal nehmen. So, andere Rüstung wieder nehmen. Und dann gehen wir mal echt zur Wüste und machen mal so langsam das letzte Gebiet aufdecken. Dann habe ich auch eine ganz große Ablenkung weniger. Muss ich ja wirklich mal sagen. So, das wird cool. So, dann denkt ihr, macht hier schon weiter, ne? Die Soras trainieren hier, die Huronen rollen hier rum. Und die Orni laufen hoch Patrouille. Ja, alles super. Hat da irgendjemand eine neue Quest hier? Hat der Laden sich vielleicht wieder geupdatet? Guck, der beste Laden in Hyrule. Naja, es geht, ne? Ja, guck mal, die haben hier ein paar coole Rüstungen. Jetzt sieht der Laden aber auch schon voll aus. So, dass jetzt irgendwie... Oh, jetzt haben wir echt den Käse. Und Hyrule Barsch. Warte mal, den brauche ich ja, ne? Den brauche ich ja nicht so, ja, für, um halt, hier was zu erweitern bei der Fee. Gib mal alles her. Erstaunlich. So, und nehme ich auch nochmal gleich Hyrule Reis mit. Weil da brauche ich ja auch, brauche ich ja ein paar. So. So. Immer noch für Dings, 20 Pfeile, mal, boah, 5er Packs. Ich hab so viele, ne? Nee, reicht erstmal. So, jetzt warte mal, kann ich nicht mit euch reden, weil Angelstef wieder safe ist, sag mal? Ich mach mir Sorgen um die Leute aus Angelstef. Vielleicht soll ich doch selber mal hingehen und gucken. Das sei nicht albern. Dort ist es viel zu gefährlich. Ja, Leute, ich hab doch schon alles gerettet. Ich hab schon meine Heimat verloren. Da kann ich nicht auch noch dich verlieren. Oh, ein Kunde, bitte Verzeihung. Wir waren ins Gespräch vertieft. Ey, ist alles wieder safe, Mann. Cool, das klingt dir doch wirklich erklärt. Die Piraten sind schon weg. Und Rosel und den anderen aus dem Dorf geht's gönnen? Ja. Oh, welch ein Glück. Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Ich hatte mir wirklich große Sorgen gemacht. Oh, vielen Dank, dass du uns die gute Nachricht überbracht hast. Für dich habe ich aber auch eine gute Nachricht. Hier, bitteschön, eine kleine Aufwandsentschädigung. Boah, die Kraftschmorkrabbe. Alter, richtig geil. Dankeschön. Diese Kraftschmorkrabbe ist eine absolute Spezialität des Hauses. Sie verleiht unbändige Kräfte, wenn man sie verzehrt. Bitte nimm sie an. Dankeschön. Nun, dass sich die Braten verzogen haben, mache ich mich doch Sorgen um unseren Laden. Vielleicht sollte ich mich doch mal auf den Weg nach Angestellt machen und nachsehen, wie es um ihn steht. Ach, auch wenn die Piraten sich verzogen haben, Mann. Im Dorf werden sie eine Weile mit dem Wiederaufbau für Häuser und Läden beschäftigt sein. Häuser bauen kannst du nicht, also wärst du jetzt nur im Weg, wenn du ins Dorf gehen würdest. Sorgen wir lieber dafür, dass wir den Dorfladen schnell wieder eröffnen können, sobald das Dorf wieder aufgebaut ist. Das heißt, dass wir hier erst einmal Geld sparen sollten. Oh, du hast recht. Wir sollten hier fleißig in unseren Laden abarbeiten oder in unseren Laden arbeiten, bis das Dorf wieder aufgebaut ist. Angriff der Piraten geschafft! Ach, da war so eine Nebenaufgabe, da wusste ich gar nicht mehr. Dass also das gerade bei denen denn noch so ein Bedarf war, dass man sie wieder abgibt. Da muss ich das hier eigentlich auch nochmal fotografieren, sag mal. Den habe ich, glaube ich, schon fotografiert, ne? Ja, kein Ausrufezeichen mehr. Alles toppi. Tippitoppi. So, wenn ich jetzt auch nochmal hier bin, Leute, warte ich nochmal schnell, bis es Nacht wird. Ja, oder? Eine Fackel. Die komischen Bilder hier. Was ist denn hier? So ein Bild von wegen Link und Zelda vermisst? Ja, hier ist echt Zelda und Link, die ja vermisst sind. Als Zettel. Alter, die ganzen Details, Mann. Die kann man so die alle nie merken. Da vergisst man doch alle wieder. So, Leute, komm, ich mache jetzt erstmal ganz kurz nochmal bis zur Nacht warten. Wee. So. Weiter nochmal zu Kilton. Colton gehen will. Ba-ba-da.
So, kommen wir jetzt immer da. Nicht von wegen, nee, eigentlich ist er nur bei Vollmond an der, genau an der Stelle. Was hast du denn gedacht, Mann? Nips. Hups. Hup. Hui. Hoppala. Ein Colton. Aber ich müsste vielleicht nochmal ins Schloss, müsste ich ja irgendwann auch nochmal. Weil jetzt, wo ich ja weiß, dass da wohl noch eine, ja, einfach ein neues Reckengewand für uns ist. Link, lass los. Dann schätze ich mal nicht, dass da der finale Kampf stattfindet. Ja, der muss ja sowieso eh unterhalb sein. Hat sich da was bewegt? Nein. Das ist nur Colton. Ach, ey, guck mal, Leute, da oben hat alles angefangen. Wie man das halt noch so sehen kann, ist einfach. Ach. Ist einfach toll. Wirklich toll. So, krieg ich jetzt vielleicht 2 Belohnungen von ihnen oder ist das echt noch zu viel, was ich ihm geben muss? Und ja, Leute, Danny Coffee, wir finden die letzte Erinnerung. Lass mich nochmal schnell gucken, wie jetzt genau, wo jetzt so Viecher rauskommen. Ich würde halt nämlich sehr gerne. Wo haben wir das? Wo haben wir es? War eins der ersten Bilder. Genau hier. Da, das letzte ist halt von Gandorf. Du bist auch in dem quasi vorletzten Gebiet, wenn ich die Gerudo-Wüste als letztes aufdecken möchte. Müsste die letzte Erinnerung sein. Okay, okay. Tagebuch, habe ich nicht auch schon? Warte mal, welche Erinnerung? Man kann ja mal gucken. Hier ist doch hier alles hier Abenteuererinnerung. Wie haben wir denn die Reihenfolge gemacht, ne? Welche fehlt denn noch in der Reihenfolge? Ah, okay, es fehlt tatsächlich irgendwas vor dem. Ja, jetzt kommt ja schon der Angriff und alles. Hier wird er zum Dämon. Die fehlt ja denn, hier fehlt ja noch was. Der Schwur der Weisen. Zerbrechliches Schwert. Ey, wie viel da noch fehlt? 18 Erinnerungen sind das. Fehlen doch noch mehr? Eigentlich müsste ich alle gefunden haben. Ich könnte auch nochmal bei Impa vorbeischauen, ne? Wenn ich wirklich glaube, ich habe alles gefunden, dann sag ich mal, Impa, habe ich jetzt alle? Nee, muss noch ein bisschen mehr Glück machen. So, was krieg ich jetzt von dir? So eine dumme Exalfoss-Dinger, na gut. Was spüre ich denn da? Warum läufst du mir den kalten Rücken runter? Geil! Hast viel Sigma für mich, wa? Kannst du mir welche geben? Na, lass mal tauschen. Eis-Extra-Frost mal 5 für 3, Mayo-Sigma. Ja. Ja, geil, Mann. Du hast einen Monster-Fan richtig glücklich gemacht. Schluck. Hux, es fühlt sich an, als würde irgendwas aus dem tiefsten Tief meines Körpers hervorsteigen. Oh, ich brauche noch ein bisschen mehr, Mann. Ja, oh, verzeih mir. So, reißen wir uns mal kurz wieder zusammen, ne? Hier ist der versprochene Schatz. Naja, Schatz. Danke, Mann. Ich will aber noch was anderes haben. Ich will Rüstungsteile haben. Ja, das Ding da will ich haben. Tauschen. Für die Geisterhackhammer 4 Stück. Also, da war ich ja schon so ein Mittelteil von, ne? Ja, geil. Runter damit. So, ich weiß nicht, ob der was Neues denn noch sagt. Oh, dieses Gefühl, als all meine Glieder durchfährt. Was ist denn das? Ich brauche mehr. Es reicht ja nicht. Aber wie krass, wie viel ich ihm schon geben kann. So, verzeih mir. Alles klar. Hier, bitte kurz zusammen. So, der versprochene Schatz. Ach ja, das Geisterding war ja Rubinpanzer, stimmt ja. So, jetzt wird wieder irgendwelche. Was ist denn das? Was sind denn das für Krallen? Oder ist das. Nee, was ist das denn? Okay, tauschen. Was ist das, Kumpel? Ah, ein weißer Leune-Massivhorn. Hoho. Ja, kannst mir leider nicht aussuchen, ne? Also, ich musste da immer mitnehmen nach der Reihenfolge. So, runter damit. Ja. Boah, geil. Schlucki. Nee. Aber ist das so selten, dass man echt nur eins kriegt? Was gefährt dadurch alle meine Glieder durch? Ich brauche noch mehr. Das hat hier einfach frisst, ey, der ekelhafte. Das sieht aber krass aus, massiv, also richtig stark. Ich heb immer noch auf, ne? Was ist das? Ach, so cool, so eine Höhlenbockblindmaske. Geil. So, Horrorblindmaske, genau, für 4, alles klar. So, wenn ich jetzt nochmal 2-mal was für 4 Sachen kriege, wäre natürlich geil. Na, ich glaube, jetzt bestimmt schon in die 5er-Reihe. Also jetzt guckt euch die Maske mit der dummen Nase. Mann, das sieht so richtig schlecht selbst gebastelt aus. Es fühlt sich an, als würde irgendwas in meinen tiefsten Tiefen rauskommen. Ich muss pupen. So, verzeih mir. Ich forts, wenn du weg bist. Hier der versprochene Schatz. Diese Maske eigenhändig gefertigt. Ja, ja, so sieht so aus. So, und jetzt, toll. Einfach Flügel. Oh, auch wieder nur 4. Oh, Grirok-Flügel. Alter, so klein sind die. Oh, ich bin so happy, Mann. Ey, komm bitte jetzt nochmal irgendwas für 4. Dann bewegt mich genau auf 0. Das wäre richtig schön wieder. Hat sich mal richtig gelohnt. Boah, dieses Gefühl, ey, alle meine Glieder. Was ist denn hier los, Mann? Das reicht immer noch nicht. Ich bin ein bisschen mehr jetzt hier. So, reißen wir es mal wieder zusammen. Ja. Ach du, 2 Stück. Alter, aerodynamischer Flügel eines Grirocks. Sehr dünn. So, und. Oh! Okay, das ist bestimmt richtig teuer, oder? Die Leuenmaske. Nee, auch wieder 4. Cool. Geil. Ey, dann machen wir die Leuen richtig fertig. So, oh, warte, wer noch. Das war auch so cool, wenn Link die Masken anhat, dann bewegt er sich halt oder seine Standanimation ist dann auch so wie, je nachdem wie hier Maske er anhat, das ist richtig geil. Bring mir noch mehr! Ja, ich gebe ja schon mein Bestes. Du hast hier gerade 23 Stück reingepfiffen.
Das muss erst mal reichen. Erstmal, damit sich irgendwas tut. Ach, dieser Spinner. Boah! Alter, das sind auch wieder Feuerleunen-Dinger? Ich hab keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal. Alter, hat sich das gelohnt. So, den kau jetzt ab. So. Obwohl, das kann auch sein, dass die letzte Glyphe, dass die hier ist, irgendwie. Ja, im Icy-Beat halt, ne? Ja, überlege ich, wenn ich von hier komme, weil ich weiß ja noch von früher, das ist ein ganz großes Icy-Beat. Doch von der Seite aus ist hier eine riesengroße Wand. Deswegen gehen wir, glaube ich, echt mal von hier. Ja, oder? Ach, Mann, nee, ich glaube, das war ja so, ja so, dass man Dittybeat eher noch durch die Wüste erreichen kann. Gehen wir doch erstmal durch die Wüste und machen das hier alles klar. So ein bisschen. Ja, können wir eigentlich machen. Eigentlich können wir das ja machen. Ich wollte ja unbedingt, weiß ich nicht, in meinem Kopf war irgendwie cool, auch wirklich erst in die Gerudo-Wüste zu gehen, wenn man sich sagt, ey, da ist eh unser letzter Gebiet hin, aber jetzt ist es soll nicht sein, Leute. Es hat einfach, nee, geht einfach nicht. So, ja, der Schrein hier, weiß ich nicht, hier muss ich mal irgendwann mit einem Pferd dann angeritten kommen. War gar keinen Bock, vielleicht gibt es immer noch einen anderen Stall, der ein bisschen mehr in der Nähe ist. So, jetzt nochmal richtig schön gucken hier. Also der Weg, oh, ich weiß ja halt noch, dass hier überall die Bürge war. Wo war denn nochmal der beste Weg, um zu den Gerudo zu kommen? Oh, ich glaube, hier ist ja so ein schöner Weg rein, ne? Bin ich doch wieder falsch gelatscht. Du bist doch nicht so effizient. Ja, guck mal, wie das hier halt hoch ist. Ich meine, ich habe Raketen. Ihr könnt da einfach hochfliegen. Aber irgendwie... Da ist ja auch noch der dritte Labyrinth, ist ja da auch noch. Was richtig krass war. Ah, das ist ja bestimmt auch... Müsstet nicht hier irgendwo... Ja, da. Da sehe ich es doch auch schon wieder. Es ist einfach abgehoben. Ne, okay, ein bisschen könnte ich hier doch lang. So, und habe ich hier unten dieses Riesenpferd von früher auch noch. Ey, das ist ja alles richtig in Schutt und Asche gelegt worden. Natürlich sehe ich jetzt auch von hier noch keinen Turm. Was wohl nicht so geil ist. Dann agieren wir jetzt mal wieder ein bisschen blind. Keine Ahnung, was da für ein fetter Flock da drin ist im Boden. Ich sehe hier kein Riesenpferd. Oder da hinten? Oh, da ist ein Leune da hinten. Leute, sollen wir wieder einen Leunen kloppen? Mit der Maske richtig schön. Nee, ich hab jetzt schon. Also der erste Leune, den haben wir schon erledigt. Hat mich sehr gefreut und... Die Viecher haben sich nicht gefreut, aber ich muss jetzt nicht, Leute. Ich verschwende doch nur meine Waffeln. Und das geht nicht. So, mit ein bisschen Glück fällt mir auch wieder etwas vor die Füße, dass ich schön nach oben fliegen kann einfach. Den ist auch schön schneller. Ja, sieht schon krass aus, ey. Die erste Herzreihe, einfach 20 Herzen. Mein Gott. Besonders cool sieht auch, wenn man dann immer die UI, kann man ja garantiert auch wieder ausblenden, dass man echt nur die Herzen sieht auf dem Bildschirm. Und das ist dann einfach immer so das volle Mächtigkeitsgefühl. Wie immer bei jedem Zelda-Spiel, weil es ja um die Komplettierung geht. Damals war ja immer, ey, du hast alle Herzen, dann hast du auch alle Herzen, dann hast du quasi alles im Spiel gemacht. Ein cooles Gefühl. So, Was ist denn das hier für eine komische Säule? Ja, also so ist ja natürlich alles ein bisschen trostlos, weil es halt eine Wüste, ne? Wüsten-Berglandschaft-Kombo. Hier oben hat einer sich ein Lagerfeuer gemacht und da hinten auch. Das können wir natürlich jetzt alles mal angucken. Mensch, Leute, habe ich ja keinen Bock hier mit euch hier nachts hier rumzueiern. Was ist denn das hier? Was steht hier rum? Einfach so eine... Das sind diese komischen Pfähle hier. Warte mal, die sind doch nicht umsonst hier. Ist hier irgendwo noch ein Rätsel? Leute, haut doch mal ab. Was wollt ihr denn von mir? Ey, ihr macht nur noch ein Viertelherz. Weil ihr schwache Rippe seid. Nee, keine Ahnung. Warum liegen da jetzt so Dinger, die ich in die Wand reinhämmern kann, rum? Ich erkenne keinen Nutzen, also geht's einfach weiter. So, wir werden erstmal schön schummeln. Schön durch die Decke schummeln. Ey, geil. Ja. Hoffentlich ist der Turm nicht so weit weg, ey. Den Gerudo. Vielleicht ist er auch einfach. Kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie den letzten Turm oder dass sie halt den Turm, der dann die Gerudo-Wüste aufdeckt. Der wird ja nicht mitten in der Wüste stehen, oder? So allein schon von Wartungszwecken. Vielleicht ist er direkt bei den Gerudos im Dorf. So, was haben wir hier? Ach, hier ist auch wieder diese komische Müllhalde, die hier irgendwie auch in Breath of the Wild war, wo irgend so eine... Also hier war damals so eine, die unbedingt kochen wollte, die irgendwas immer essen will. Und jetzt mal so, oh, es hört einfach nicht auf. Da ist richtig viel Dreck und Schmutz. Und Sonau-Bauteile. Hallöchen. Sumugi, ich glaube, du bist nicht dieselbe wie von damals. Schlimm, dieser Abfallberg, nicht wahr? Ich bin auf meinen Reisen auf diesen Schandfleck gestoßen und musste mich gleich ans Reinigen machen. Oh. Als Reisender liegt mir eine saubere Umwelt am Herzen. Jedes Stückchen umherliegender Müll ist einfach zu viel. Ja, na gut, aber hier sind ja jetzt wirklich nur Steine. Ich weiß jetzt nicht, ob durch den Müll hier irgendein krasses Ökosystem geschädigt wird, als wenn er jetzt mit im Wald gebunkert wäre. Aber okay, darum ist es für mich selbstverständlich, jeden Ort, den ich besuche, sauberer zu hinterlassen, als er anfangs war.
Sogar einen Besen habe ich für solche Gelegenheiten dabei, wie du siehst. Oh. Ach, doch diese störerischen Gerümpelkugeln kullern mir hier ständig vor die Füße. Einzeln werde ich die nie los. Wenn nur die Gestrüppkugeln alle beseitigt wären, dann könnte ich mich endlich um die ganzen Abfalldinge hier kümmern. Tschüss, Gestrüppkugeln! Oh Gott, das wird ja schon viel. Soll die alle kaputt machen? Boah, was ist denn das? Okay, aber oder... Ja, oder soll ich die alle verbrennen? Oder wie kriegt ihr denn... Warte mal, sind ja nicht umsonst so eine Dinger. Kann ich die alle wegpusten? Oh, geht gar nicht an erst. Ups, das geht gar nicht erst an. Die kann ich bestimmt alle wegpusten. Wenn man sich hier... Wow! Ich sag mal, wenn man sich hier irgendwie so ein Auto baut, dann einfach mal hier durchfährt. Das ist so... Platz da, dann richtig... Ja... Muss ich bestimmt, weil ich habe noch nicht probiert. Kann ich die einfach kaputt schlagen? Ich meine, das sind nur die Strüppdinger. Okay, tatsächlich. Kann die kaputt schlagen? Aber was ist denn, wenn ich das jetzt hier anmache? Naja. Also, ich kann es auf jeden Fall schon mal alle so ein bisschen sortieren, ne? Das hier ist so ein bisschen. Wie geil, so staubsaugermäßig. Oder kommen die immer wieder von. Guck mal, kommen die da von oben einfach wieder hergerollt? Ja, das geht aber so nicht. Dann würde ich einfach liebsten einfach, dass die alle verbrennen. So schöne Müllverbrennung. So, naja, die wenigsten nicht Autoreifen verbrennen, ne? So. Anzünden! Duzi! Toll, Link. Link, warum bist du eigentlich so schwach? Immer so in so einem kleiner Wurfarmi. So. Hoho! So, ja, die brennen wirklich alle. Mach mal aus hier, so. Schön, Fackel hier. Da, da. So, und die alle hier. So, kaputt. Ach komm, ich schlag die jetzt einfach kaputt. Das ist da. Ist doch easy. So. Na, puff. 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 Guck mal, machen ein schönes Feuerchen. Machen die brennen ja schon lange hoch. Das ist doch nett. Ne. Ne. Ja. Oh. Oh. Da war so ein Chili-Stück drin. So, sind wir die mal kaputt? Ja, wollte schon sagen. So. Die Koppel, die meldet sich dann von alleine. Boah, ey, das war so ein krasses Gestrüpp. Da hätten wir gleich alles kaputt. Super. So, na denn, nochmal ein bisschen hier alles kaputt machen. Wow! Jetzt ist so krass, dass die Strüpp ist. Egal, Leute, ich freue mich, wenn ich mal Waffen verschwenden kann. So, hier würde ich eigentlich. Ah, die Lanze würde ich eigentlich hier für irgendwas benutzen. Röstchili, danke. Hatten wir auch noch nie anscheinend, na gut. So, dann ist bloß wichtig, dass hier nicht irgendwie noch neue kommen. Was ist denn hier oben los? Wo kommst du denn hierher? Soll der mich irgendwo hinführen, von wegen, dass es dir irgendwie einen Grund gibt? Nee. Einfach nur Gestrüpp. Ja. Hopp, hopp, hopp. Link, da komm schon. Ich glaube, mit echt so Schwimmen ist der echt ein bisschen besser. Oh Mann, ey, der Wind hier. Das ist ja richtig der Wüstenwind oder was, von dem man immer hört. Chili. Ich glaube, ich finde ja nicht umsonst Chili. Soll bestimmt alles hier eigentlich verbrennen, aber. Jetzt kein Bock, Mann, das dauert zu lange. Die Alte will hier richtig schnell schön putzen. Das kann ich die nicht warten lassen. Geht nicht. Zack. Und zack. So. Das war noch nicht alle. Ja! Boom! Einer erwischt. So, so, na, so. Okay. Ma'am, ich glaube, da ist noch einer. Mann. So. Okay. Jetzt kann es aber keinen mehr geben. Außer es versteckt sich noch irgendwo einer hier hinter. Hinter so einem Bergding. Nö. Ma'am, ich glaube, sie sind jetzt bereit. Ist aber. Die haben sie wirklich noch versteckt. Ma? Oh, die Gestrüppkugeln sind alle fort. Ich wusste mal den Fachausdruck dafür, wie hießen die nochmal, so diese, was immer in der Wüste rumrollt. Steppenläufer, so heißen die. Hast du alle beseitigt? Aber es waren so viele, wie hast du das nur geschafft? Mit Gewalt. Nun, ich bin dir jedenfalls von Herzen dankbar. Hiermit möchte ich mich erkenntlich zeigen. Es ist etwas Großartiges, was ich beim Reinigen gefunden habe. Oh, deine Tasche ist ja voll. Ich möchte dir gerne ein Schild geben, aber komm also bitte vorbei, wenn du Platz hast. Tschüss, Adam. Na okay, dann ist hier ein Schild. Ja, dann... Hau ich den hier mal weg. Wollte eben noch eine Schildtasche noch mal erweitern. So, jetzt bin ich leer. Ich hab's auf den Müllhaufen geschmissen, den du gerade sauber machen willst. Hab ich einfach was dazugelegt. Ah, auf dich habe ich schon gewartet. Hier, deine Belohnung. Das ist großartig, was ich beim Aufräumen gefunden habe. Yeah, Königsschild. Jetzt, wo deine Gestrüppkugeln Geschichte sind, werde ich mit dem Rest auch schon alleine fertig. Wäre doch gelacht, wenn nicht. Tschüss, Gestrüppkugeln. Ey, Mann, ich helfe da so gerne. Ich helfe einfach nur gerne. So, lass mich jetzt mal meine schöne Lanze wieder ein bisschen verstärken. Indem ich mal doch wieder... Ja, ich mach mir, glaube ich, einfach wieder so ein Silberbocklin-Horn ran, weil das ist schon echt stark. Die anderen Sachen sind mir einfach noch zu selten. Silberbocklin, die mag ich fertig. Aber halt so, Oder hab ich noch was Cooleres hier? Oh, ich habe ja bloß noch vier Stück. Okay, dann mag ich mal die Dinger hier. Die sind auch okay.
So, kurz ablegen. Ne, hier ist auch cool, das ist mit dem schwarzen Bocklin. Zack, geil. Ja, ist jetzt nicht so stark. Aber sieht stark aus. So, da haben wir wieder das irgendwas vom Himmel gefallen, was wir nicht wollen. So, wie kommt ihr jetzt hier? Ach, Karte nützt nichts. Ich muss weiter die Berge hoch. Notfalls mit Hilfe. Ich glaube, ich habe echt den falschen Weg mir ausgesucht, ey. Den allergrößten und allerfalschesten Weg. Wow. Hier geht's ja nirgendwo lang, ey. Guck mal, vor die krasse Mauer. Ist hier irgendwo... Oh, ein Pfeil. Leute, Pfeil, hier versteckt sich wieder ein Krog. Ich muss ihn haben. So, Pfeil sagt, ist er hier einfach hier unter? Plupp. Hallo? Ich mash einfach mal den A-Button. Hier oben drauf. Yeah. Plupp. Easy. Ja. Tschüss. So, ich muss da hoch. Er hat richtig abgetragen, die Wand. Ah, hier kommt aber auch nichts irgendwie, was mir hilft. Von oben oder so. Und die Rakete, glaube ich, dafür ist die Wand auch viel zu hoch. Wenn ich jetzt hier weiter gehe, dann bin ich ja schon wieder fast auf dem Rückweg. Na, wohl, nee. Seid nicht wieder unten. Na, wohl doch. Ah. Hier laufe ich ja wieder zurück. Aber ist hier nicht irgendwo... Oh, der Schildtyp. Mann! In der Wüste, hier rennt doch keine Sau rum. Warum bist du denn hier? Und wie soll ich dir jetzt helfen? Ich stütze dich. Okay, das ist wieder komplett... Was, das ist schön nach vorne kippt und ich habe nur ein Brett. Oder hat die noch ein bisschen mehr Bretter? Ich habe aber... Ah, oh, cool, so ein Ding. So ein Stehaufmännchen-Teil. Na, okay, da muss ich jetzt mal richtig kreativ werden, ne? Warte mal. So, dann ich mache erstmal alle zusammen, damit ich es erstmal kurz dahin tragen kann. So. Mit den drei Dingern soll das also gehen, ja? Da bin ich ja mal gespannt. So, Stehaufmännchen, wissen wir Bescheid, dann ist das einfach komplett gerade. Und alles, was denn da oben ist, das ist dann... Ja, aber... Ja, ich weiß ja nicht. So, mach mal so... Stell dich mal kurz hin, ich muss hier was draufhauen. So, ne, so doch nicht, Mensch. So, erstmal... Ja, okay, aber da muss ja halt von beiden Seiten irgendwie dann klappen. Ach, herrje. So. Ja, oder es reicht wirklich aus... Ne, das ist ja wieder so, dass das auch in alle Richtungen umkippen kann. Das ist dann halt nicht so geil. Obwohl, warte mal so... Dann steht auf, Männchen, du, wenn es da sich gegenlehnt, dann ist ja okay. Ich probier das mal so hier. Wartet hier, guck mal so. Das ist schon echt. Nein, das ist zu tief, Mann. Das ist zu tief. Warum? So. Richtig schön. Was zum. Ja, ich bin auch überrascht. Frag mich nicht, ich bin auch sehr überrascht davon. Okay, der wird das immer richtig komisch. Aber hey, das, das sieht sehr komisch aus, aber vielleicht reicht es ja. Nein, jetzt hab ich's versaut. So, warte mal, dann kippt das nach vorne um? Na, aber der kann nicht nach vorne umkippen, also ich denke mal, ist okay. Na, bist du wirklich sicher? Ja, mach mal hier. Na, los. Steh auf, Männchen regelt. Okay. Perfekt. Kerzen gerade, meine Batterie ist auch noch da. Oh, danke, Mann. Wirklich genial, wie du das halt immer machst. Ich weiß. Ey, wie viele von den Typen gibt's denn? Der lässt ja auch nicht mal irgendwie eine Zahl oder so droppen, ne? Dass er irgendwie mal sagt, von wegen, cool, jetzt muss ich bloß noch 120 Schilder aufstellen, danke. Hier, Mann. Ja, danke, Mann. Hier, und dann wird was Geiles zu essen, ja. Ja, danke schön, deine Privatsammlung. Juckt doch nicht, Mann, hau ab. Ihr merkt, ne, ich werde immer unfreundlicher zu dem Typen. Da kann ich aber nichts für. Das ist, ja, wie soll ich sagen? Bisschen automatisch. Ey, da fliegt wieder der Donnerdrache rum. Eieiei, das heißt, ich bin schon wieder... Wo bin ich denn auf dem Weg? Guck mal, wenn man hier drei so Sachen sieht. Ein Eis von dem vergessenen Plateau, da grüne Wiesen. Und hier die kahlen Steine. Oh Mann, ich komme hier doch niemals nach oben, Leute. Das wird nix. Ja, weil man irgendwie doch von der anderen Seite... Ich müsste, hätte, glaube ich, doch echt von... Halt von hier durch die Wüste sehen müssen. Weil ich weiß ja, ich erinnere mich auch, da war ja auch so ein richtiger Weg. Und deswegen war das alles fail, Leute. Alles fail. Großer Fail, Leute. Macht man nochmal, zieht man nochmal die Reißleine und macht Planänderungen. Aber man weiß ja nicht, vielleicht kann immer noch sein, vielleicht fällt ja wirklich ein Stein runter, weil dann komme ich über die Berge rüber. Weil so, probier's mit einer Rakete. Ich probier's mit einer Rakete. Ist ja gut. Nee. Versuch, mach doch klug. Aber leider fliegen die nicht so hoch, obwohl ich so viele Batterien schon habe. So. Okay, na dann. Auf den Boden bitte. So. Und dann mal gucken. Ja! Wow, wow, wow.
Ich glaube, ich bin irgendwo gegengerast und deswegen hat er das nicht richtig gezählt. Oh. Tja, da muss man aufpassen, ne? So, ein bisschen weiter Abstand haben. So, will nicht hinfliegen. Okay, der kommt da wirklich immer noch irgendwo richtig dumm gegen. Ach, Link, ey, warum? Warum, Link? So, dann mache ich halt mal ein bisschen weiter Abstand. Ey, meine letzte Rakete. Wenn das nicht klappt, ne? So, Schuss. Jetzt komm schon, Link. Ja, so gut. Hier ist es unerwartet heiß. Wie ist hier es heiß? Ups. Unerträglich heiß. Ach du meine Güte. Habe ich überhaupt irgendwas zum Dingsen? Erstmal muss ich ganz kurz. Ich habe doch noch Ausdauertränke, ne? Ausdauer. Jawohl. Gumsen. So, danke. Ups. Ups. Oh, ist aber heiß hier, ey. Hüppala. Was ist denn hier los, ey? Link, ey, voll. Nee, Schwimmtempo. Ja, hier ist so ein Sonnensymbol. Guck mal, Hitzeschutz für 4 Minuten. Reicht doch. So. Okay. Und jetzt bräuchte ich eigentlich noch eine Rakete, um noch höher zu kommen. Da habe ich mir ja schlau überlegt. Alle Raketen sind einfach weg. Kann der Drache mich nicht mitnehmen? Nee, der kümmert sich auch nur um sein Business. Hat auch schon aufgegeben. Ich könnte da hoch, dann vielleicht ein bisschen klettern, aber... Das ist alles... Oh, Feuer! Achtung! Wow! Dankeschön. Richtig viel. Es ist unerwartet heiß. Ich brauche richtig viele, Alter. Hat euch meinem Feueressen bitte bestens gewappnet. So, komm, hier können wir aber hoch. Jups. Ein bisschen, Leute. Ich rate euch, Leute, geht lieber den richtigen Weg. Ne? Also da von dem Stall aus. Das war auch, glaube ich, so ihr wollt. Da muss man nicht so komischen Berge hier hochkrepeln. Ne. Oh, ich entdecke einen Schrein. Ich frohlocke. Das nicht ist der da oben. Ja, ich vorhin auch gerade schon gesehen. Na, mal gucken. Nee, welche Richtung? In die Richtung? Blub, blub. Na, gucke mal. Boah, der steht ja krass. Aber wo ist denn jetzt? Ich sehe ja gar keinen Turm. Ist hier nicht irgendwo der Turm? Oh, der wird bei den Gerudes sein. Alter, richtig. Die ganze Wüste. Sie liegt vor uns. Da ist, glaube ich, die letzte Geoglyphe, wenn ich hier so hingucke. Ja, die ist wirklich hier. Okay, die Richtung stimmt aber schon mal. So, geh mal nicht ins Labyrinth. Erstmal noch nicht so Bock. Aber hier haben wir erstmal einen schönen Schrein als Standpunkt. Oh, ey. Die geile Wüste. Da schweben irgendwelche Sachen rum. Ja, aber wo ist der Turm? Das muss ja erst gebaut werden, oder? Der Debit hat keinen Turm. Was weiß denn ich? So, der Kitawaka-Schrein. So. Den kriegen wir hoffentlich noch hin. Je nachdem, was für eine absolut gefährliche Schreinquest hier ist. Und dann ist auch wie heute wieder Schluss, ey. Mann. Die kommen nur Schleppen voran. Aber wissen, man entdeckt immer irgendwas. Und man hilft immer den Leuten, ne? Heute zum Beispiel der komischen Müllfrau. Die Geröll weghaben wollte. Kreative Wegfindung. Oh, schon wieder? Hat man so wirklich schon mal? Jetzt ist er natürlich hier richtig kreativ. Was ist jetzt hier? Warum stehst du so komisch? Was hält dich so oben? Geh mal runter. Hä? Mit einer Federung? Okay, krieg aber einfach, glaube ich, ne? Einfach. Achso. Achso, dann wird es vielleicht einfach schwerer, wa? Ach, ist das hier so ein komischer Ultramechanismus? Ich verstehe. Tschüss und boings. Cool. So. So, dann gleich die Truhe holen. Ist ja wieder auch kein Problem. Da baue ich mir hier einfach so ein cooles Ding dran, was mich mitnimmt. Ich war zu langsam. Voll überrascht, wie schnell es geht. Oh, oh. Wo ist jetzt die Platte? Wo ist die Platte? Und gleich wieder runterschubsen. So. Cool. Ja, dann war ich wieder ein bisschen unbedacht. Ich war zu eilig, weil wenn man die Lösung schon hat, wisst ihr, dann ist man manchmal so übersportlich und denkt sich, ich mach das alle. Boah. Überlegen, weit Link denn auch springt, weil er mit Schwung darauf geht. So. Hier haben wir die ultimativen Holzpfeile. Dankeschön. Und alle Truhen. Perfekt. Hups. So, was haben wir jetzt hier für kreative Wegfindung? Der sieht ja sehr nach Wippe aus, ne? Aber bewegt sich das Ding auch irgendwie, wenn ich das hier ranmache? Was passiert denn dann? Ich guck mal. Bumm. Super. Nee, das ist natürlich... Ja, okay, ich glaube, dann ist das wirklich so, dass ich denn noch mit dem anderen... Warte, ich kann das ja so hier mal... Oh, Gottes Willen. So, nee, das mal einmal noch anklappen. Warte, so.
Ja. Und doing. Jetzt brauche ich halt. Jetzt brauche ich heute noch einfach das andere Ding. Obwohl schon recht nah dran ist. Ne? Dann müsste ich vielleicht einfach rüberspringen. Ja, warte, ich könnte noch. Ich könnte, glaube ich, mit einem Brett auch schaffen, aber wenn ich hier zwei Bretter habe, dann nutze ich die natürlich einfach. Gib mal her jetzt hier. So. Dann wird alles genutzt, was mir zur Verfügung gestellt wird. So, bei den Dingern kann ich ja richtig schön, wenn ich sie leicht anschräge, kann ich ja da schön raufrallerballern. So. War das denn auch schon hier so? Ah, der Link ist so cool. Tada! Ja, meine Hitze sieht bald aus. Was macht das Ding hier? Ist das hier eine Schanze? Link, was zum... Link! Das soll mich aber... Das ballert mich aber nicht hoch, oder? Nee, warte mal. Natürlich würde mich das andere Ding hochballern. Das heißt, ich muss das hier einfach nur aus dem Weg bringen. Irgendwie. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil das Ding halt immer wieder... Wow, Alter, richtig geslappt, ey. Ja, aber ich glaube, so hilft das nicht, ne? So blockt das Ding ab. Ich probiere es trotzdem mal. Ja, so wird geblockt. Ich muss das Ding hier irgendwie loswerden. Na, das ist doch kein Ding. Hoffe ich. Knacks. Hätte dich irgendwie einfach hier mega krass festtackern irgendwie. So, wenn ich jetzt... Ist jetzt nicht das Gewicht irgendwie jetzt ausreichend genug? Nee, da ist ganz schön viel Spannung drauf, ey. Warum ist da so viel Spannung drauf? So. Nee, leider denn hält das Gewicht nicht. Bumm. Wie macht man denn das jetzt? Ja, gut, du. Oder, naja, wartet mal, ich kann jetzt nicht eigentlich auch. Ich meine, ich kann ja einfach das Sprungding einfach erweitern. Hoffe ich mal, wenn ich das einfach hier jetzt festklebe. Unten an den Ding ran. Achso, geht nicht. Das geht ja gar nicht. Aber. Ja, warte, wenn ich jetzt nicht. Jetzt habe ich das ja ein bisschen erweitert. Wäre richtig lustig, wenn das klappt. Nee, okay, das ist ja irgendwie. Nee. Mm. Was soll das denn jetzt? Soll die andere Platte noch dafür benutzen? Dann, wenn ich das richtig verstanden habe, solltet ihr so ja auch ohne Platte gehen? Das kann ich mir ja nicht vorstellen. Oder das halt wirklich doch mit dem Ding zu machen. Bloß, dass ich den halt sehr, sehr krass verlängere. Und dann halt ganz hinten drauf steht, dann tschum, richtig nah weg, Feuer. Dafür muss ich aber natürlich. Soll ich mal gucken, ob das klappt? Link, jetzt aber. Ey, die Lanzendinger, ne? So, boah, jetzt, Alter, jetzt richtig hier. Jetzt aber wird hier richtig hoch geschaffelt. Oh Gott, ey. Hoffentlich klappt das. Wow! Ich glaube, es hat geklappt. Oh shit, nein. Nicht ganz. Oh. Nicht ganz, oder nicht ganz? Das ist schon witzig. Du. So, also, warte mal. Dann mach ich jetzt mal hier. Ja, wenn das Ding hier ab ist, dann kann ich das ein bisschen besser rankleben. So, oder wenn das hier gerade nach unten ist. So, boah. Jetzt ist es natürlich auch viel weiter nach unten. Na, jetzt Shepard's, oder jetzt geht's los. Link festhalten. Wow, was zum... Okay, schon ich jetzt zu weit hinten? Bin durchgefallen. Durchgefallen, warum? Oh, liegen ja jetzt Holzpfeile rum. Cool, ich kann die also nicht umsonst wegballern. Hä, was war das denn jetzt? So, jetzt schieß mich da hoch, Mann. Alter, fast bis zur Decke. Jetzt hat's geklappt. Ja, yeah, cool. Leute, Mann, nee, das war doch wieder erfolgreich heute. Schön. Schön. Die Schreine machen immer noch richtig Fets. Gut gemacht. Leute, auch wieder gut gemacht von euch, dass ihr es ertragen habt, durchgehalten habt. Sehr schön. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ich bin ja jetzt irgendwie doch über den Berg, ne, wie man so schön sagt. Dann gehe ich jetzt einfach in die Wüste. Immer erstmal Ausschau halten nach dem Turm. Ne, oder die Geoglyphe oder was. Mal schauen. Dann jeweils langsam, aber sicher ignorieren wir alles andere und wollen jetzt, würde ich sagen, ey, wir helfen jetzt unter dem vierten Volk. Das Volk der Gerudos. Wird langsam Zeit. Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao!